Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Gesetzlosigkeitsschurken-Video. Ich zeige dir in dem Video, wie du eben mit Patch 9.1 dich skillen solltest, welche Legendaries gerade aktuell sind und welche Herrschaftssockel du sockeln kannst, wenn du Herrschaftsgear bekommen hast. All das und noch viel mehr, das erfährst du noch im kurzen Intro, also stay tuned. Sollte sich an dem Guide irgendetwas ändern oder sollte Blizzard etwas dazu patchen, ich habe einen coolen Input bekommen aus den Kommentaren heraus, werde ich da natürlich auch ein paar Sachen an den angepinnten Kommentar ranhängen. Also lohnt sich auch da mal einen Blick reinzuwerfen, aber starten wir jetzt mal mit den Talenten. Wenn du als Gesetzlosigkeitsschurke unterwegs sein möchtest, dann empfehle ich dir in Raids geisterhafter Stoß, akrobatische Attacken und Todesurteil zu skillen. Auch von der Schippe springen ist ganz sinnvoll, ebenso wie die Schwachen ausbeuten. Inbrunst und Klingenansturm bringen dir etwas mehr Single-Target-Damage. Wenn du jetzt aber in mythischen Dungeons unterwegs bist, dann solltest du Pistolenheld nehmen, aber ebenfalls wieder akrobatische Attacken und das Todesurteil. Todesurteil ist auch wirklich zentral wichtig an der Stelle, denn wenn man da immer sich ein schwaches Ziel rauspickt, kann man ordentlich Schaden machen. Von der Schippe springen, auch wieder Knorke nehmen wir mit, ebenso wie die Schwachen ausbeuten und Inbrunst. Mordlust empfiehlt sich mehr im mythischen Bereich, daher packen wir das im 50er Talent Tree ebenfalls mit ein. Eine der größeren Fragen ist, welchen Pakt wählen wir als Gesetzlosigkeitsschurken, und da empfehlen sich die Necrolords im Raid ebenso wie in mythischen Dungeons und zusätzlich, also naja nicht zusätzlich, aber die Kyrianer, die könnt ihr ebenfalls nehmen. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wenn ihr die Kyrianer nehmt, könnt ihr das überschneiden mit dem Täuschungsschurken machen, oder bei den Necrolords würde sich dann Meucheln anbieten, falls man mal in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen möchte, um mal auch mal eine andere Skillung ausprobieren zu können. Das leider geht das nicht bei allen dreien, da muss man dann ein bisschen Abstriche machen, aber entweder in Meucheln oder in die Täuschungsrichtung Knorke, dann passt das auch. Empfehlen würde ich da eher auch am meisten die Necrolords, halt gefolgt von den Kyrianern dann als zweites. Bei den Legendaries ist es dahingehend aber auch wieder sehr, sehr einfach. Wir brauchen ein Legendary bauen im Grunde genommen. Das können wir im Raid gleichermaßen benutzen wie in mythischen Dungeons. Solltet ihr auf den Ring craften mit kritischem Trefferwert und Vielseitigkeit einfach diese zwei Attribute, denn die sind ungefähr gleichwertig und da zieht ihr den meisten Benefit von. Warum packt man das jetzt auf den Ring? Das liegt ganz klar an dem Herrschaftsgear. Wenn wir die Möglichkeit haben, Herrschaftsgear zu bekommen, dann bietet sich ein Ring halt an, weil da kein Sockel drauf sein kann. Knorke. Solltet ihr euch für die Necrolords entscheiden in der Paktwahl, empfehle ich euch Hyamir zu nutzen, egal ob ihr Raiden geht oder mythische Dungeons macht. Ist eigentlich so ziemlich das Beste mit, wenn ihr gegen Ruhm Stufe 80 kommt, ab 57 könnt ihr auch einmal ganz unten im Baum ankommen. Empfiehlt sich auch erst ab diesem Ruf- oder Ruhmstufenniveau, denn da habt ihr halt alle 6 Slots frei, die ihr mit verschiedenen Sachen belegen könnt. Und zwar würde ich da in den ersten Slot Chancenberechnung reinpacken. Schnelle Entscheidungen gefolgt von Rekuperator, geschickten Fingern, plötzlichen Frakturen und in Schatten gehüllt. So in dieser Reihenfolge, denn wenn ihr ab Stufe 57 weitere Ruhmstufen bekommt, wird es so sein, dass die Socke ermächtigt sind und dann werden die Seelenbandemedien, die da drin sind, natürlich noch ein bisschen stärker. Bei den Kyrianern sieht es wie folgt aus, da nehmt ihr Mechanikos, egal ob im Raid oder in mythischen Dungeons. Gerade in mythischen Dungeons hat Mechanikos eine Besonderheit, der taucht auf, wenn ihr ein paar Attacken gemacht habt oder ein paar mehr und schubst dann eure Gegner. Das kann gerade gegen Caster extrem hilfreich sein, das nochmal an der Stelle, da haben die Kyrianer auch einen knockigen Vorteil mit der Fiole noch zusätzlich, das ist schon gar nicht so schlecht. Auch hier würde ich das wieder so machen, Chancenberechnung, schnelle Entscheidung, Rekuperator, Fingerfertigkeit, den Nachhall diesmal, eine sehr, sehr gute Kyrianer-Fähigkeit im Grunde genommen und geschickte Finger. Dann seid ihr auf jeden Fall knorkig unterwegs. Mit 9.1 kam ein neues Feature mit hinzu, das sind die Splitter der Herrschaft. Da solltet ihr auch auf Frostsplitter sockeln oder beziehungsweise auf Frostsplitter gehen. Einmal den Chor, Kyr und Tell. Wenn ihr diese drei Stück habt, habt ihr die Möglichkeit im Grunde genommen einen Bonus freizuschalten auf drei Sockeln. Ihr braucht auch diesen Bonus aktiv auf der Ausrüstung, die ihr da habt. Aber wenn ihr Winterwinde freischaltet, dann werdet ihr schon einen extrem guten Bonus dazu kriegen und auch mehr Schaden machen.
Das Ganze wirkt nicht nur in dem Raid jetzt selbst, sondern auch im Schlund, in Torghast, in Cortia, in der neuen Zone, also doppelt praktisch, dreifach, fünffach praktisch, würde ich auf jeden Fall mit einpacken. Seid ihr im mythischen Bereich viel unterwegs, dann wirkt dort dieser Bonus nicht, also in den neueren Dungeons oder in den neuen Dungeons ist es leider nicht der Fall, aber ihr könnt natürlich auch Splitter da reinpacken, weil die Splitter für sich an sich auch ja schon etwas knorkig Kampfkraft geben. Ja, da würde ich einen Dütz-Splitter, einen Beck, einen Chor und einen Z-Splitter reintun in die Rüstung, je nachdem so wie ihr das habt. Und ganz wichtig bei diesen Splittern ist auch, wenn ihr sie aufwertet, ihr könnt das nämlich aufwerten, dann solltet ihr das gleichmäßig machen. Also nicht einen ganz hoch aufwerten, sondern immer erst alle auf Rang 2, alle auf Rang 3, alle auf Rang 4. Es wird nämlich immer für diesen Bonus, für diesen Sockelbonus, wird immer der schlechteste Gegenstand genommen und dementsprechend würde es nichts bringen, einen jetzt auf 4 hochzuschrauben und dann wird es trotzdem immer noch der 1er Bonus sein. Schaut, dass ihr es gleichmäßig macht, dann seid ihr da gut vor. Wie schaut die Stat-Verteilung aus beim Gesetzlosigkeitsschurken? Als allererstes natürlich Beweglichkeit, das ist unser Hauptattribut, das solltet ihr so hochbringen, wie es nur geht. Ab einem Raid-Niveau oder ab mythischen Dungeons würde ich auch erst einmal gucken, wie die Sekundärattribute verteilt sind. Und zwar ist das ganz praktisch, der kritische Trefferwert und Vielseitigkeit sind gleichwertig fast, annähernd. Das wird erst ganz spät in den höheren Damage-Niveaus mal ein wenig unterschiedlich, also je höher ihr kommt von den Werten her. Aber das ist dann auch nur so ein minimaler Unterschied, daher seid ihr mit Crit und Vielseitigkeit sehr gut bewandert. Ich habe an der Stelle jetzt für mich persönlich Crit nach oben gesetzt. Ihr könnt das auch raussimulieren, da gibt es ja alle möglichen Tools, mit denen man simulieren kann und auch das würde ich euch empfehlen, ab einem bestimmten Niveau solltet ihr auf jeden Fall simulieren, weil dann wisst ihr halt immer ganz genau, welches Attribut ist jetzt wirklich besser oder welche Attributskombination. Aber mit kritischem Trefferwert und Vielseitigkeit macht ihr nichts falsch. Wenn ja, Tempo geht auch noch, Meisterschaft, das wäre dann an vierter Stelle. Schaut, dass ihr da auf jeden Fall guckt, dass ihr erstmal Crit und Vielseitigkeit hochbringt. Das Ganze schlägt sich natürlich auch nieder in den Verzauberungen. Wir haben ja zwei Waffen, da nehmen wir auf die Haupthand die himmlische Führung und auf die Nebenhand lichtlose Kraft. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Raider ist, könnte man natürlich auch sündhafte Offenbarung noch mit dazu nehmen, aber das ist so ein ganz gutes Mittelmaß, was man da wählen kann. Lehre des kritischen Treffers und Umhang verstärkte Vermeidung. Warum auf die Ringe kritischen Treffer? Ja, dann kriegen wir 16 Punkte pro Ring, 32 dann insgesamt, ist sehr knorke. Ich habe mich da wie gesagt für den Crit entschieden, deswegen die Lehre des kritischen Treffers. Auf die Brust, ebenso wie auf die Stiefel, also Brust ewige Werte und die Stiefel ewige Beweglichkeit, um die Beweglichkeit natürlich zu pushen, ne? Damit man mehr Hauptattribut bekommt, knorkig ist das Ganze. Sockelsteine, falls ihr keine, also normale Sockel bekommt, in die Herrschaftssockel passen die leider nicht rein, aber in die normalen könnt ihr die ja reintun, den tödlichen Juwelenverbund, viel mehr Crit, ganz einfach. Habt ihr sehr, sehr viel Crit und ihr wollt eure Vielseitigkeit ein bisschen pushen, ist auch das nicht verkehrt, weil wie gesagt, die sind halt recht gleichwertig, die Attribute. Kommen wir mal zum Barfoot, das ist auch immer etwas, was eigentlich sehr wichtig ist, dass Barfoot immer ein Spektralfläschchen der Macht dabei haben, wenn ihr in einen Dungeon geht, eine verschleierte Verstärkungsrune und Tränke der Beweglichkeit. Das ist super, super wichtig. Ebenfalls solltet ihr natürlich auch gucken, dass ihr entweder einen Gewichtstein benutzt oder ihr benutzt einen Wetzstein, also stumpfe oder scharfe Waffe. Tatsächlich hier die Wetzsteine und oder Gewichtsteine. Wenn man jetzt raus simulieren würde und man würde den Trank des Phantomfeuers benutzen, dann könnte man eventuell auch die Waffenöle verwenden, weil die Tränke natürlich von diesen Waffenölen profitieren. Das ist jetzt hier recht allgemein gehalten, passend für die, ich sag mal, 98% aller WoW-Situationen. Dann kannst du das da reinnehmen, reinkloppen und dann klopfst du in die Gegner rein. Knorke. Falls mal jemand keinen Tisch gestellt hat, dann nehmt ihr einfach Stachelflossen Soufflé mit Pommes, dann kriegt ihr noch mehr Crit, mehr Bums, mehr geil. Und ja, als Schurke empfehle ich euch, ein schweres Kramlederrüstungsset zu benutzen. Das ist eigentlich etwas, was jeder tragen kann, natürlich logisch. Es gibt euch mehr Ausdauer. Bei Tanks hat das natürlich einen anderen Hintergrund, aber beim Schurken hier, der Schurke hat halt nicht die dickste Rüstung, es muss halt da ein bisschen mehr Patches auf die Rüstung drauf und dann hält man auch ein klein wenig mehr aus. Ist zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, kommen wir zur Rotation bzw. zur Priorliste. Allgemein so von den Fähigkeiten, was immer häufig vergessen wird oder gerade bei den Neueinsteigern sieht man das, dass die Gifte vergessen werden. Da habe ich das nochmal mit aufgeführt. Bitte vergesst nicht, eure Gifte auf die Waffen drauf zu machen.
Super gut. Adrenalinrausch, das soll auf Cooldown gehalten werden. Klingenwirbel sind da mehr als zwei Ziele. Aktivieren, zack und bums, sagt er. Schicksalswürfel, die immer würfeln. Und nach Möglichkeit, habt ihr einen schlechten Buff, könnt ihr sie vorzeitig wieder aktivieren. Habt ihr einen guten Buff, passt das. Breitseite und Kurshalten sind ideale Buffs, also die könnt ihr gut benutzen. Und ansonsten würfelt ihr halt wieder neu. Habt ihr Klingensturm, Ansturm, dann haltet ihr das ebenfalls auf Cooldown. Zerhäckseln muss aufrechterhalten werden, natürlich mit so vielen Kombo-Punkten, wie es nur geht. Zwischen die Augen bei 5 Kombo-Punkten bietet sich auch an. Also je mehr Kombo-Punkte logischerweise, desto mehr Schaden oder desto länger der Effekt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Paktfähigkeit benutzen, jetzt stellvertretend mal die Nachtfee-Fähigkeit damit eingeblendet, aber es ist egal, welchen Pakt ihr habt, benutzt eure Paktfähigkeit, das ist sehr wichtig. Dann finsterer Schoß, damit finsterer Schoß habe ich gesagt, ne? Stoß meine ich natürlich, damit generieren wir Combo-Points, CPs, die brauchen wir. Finsteren Schoß, da kann man schon mal eine Münze reinwerfen. Pistolenschuss bei weniger als 5 Kommand, also hier Combo-Points und wenn wir den Proc Gelegenheit haben. Tötung bei 5 Kommando. Ach, ich sag schon wieder Kommando Points. Jetzt fehlen nur noch Credit Points, dann habe ich auch alle Studenten mitgenommen. Auf jeden Fall Combo Points, dann könnt ihr da richtig durchstarten. Und jetzt zeige ich euch das mal an der Damage-Attrappe. Ja, als allererstes einmal, der eine oder andere geht in den Kampf rein und was macht man? Wer geht in die Verstohlenheit? Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr solltet auch in der Verstohlenheit tatsächlich beginnen beim Pull, dann habt ihr nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Damage zu machen. Da habe ich jetzt auch Ich habe das jetzt hier so ein bisschen aufgeteilt beim Pull. Was ist beim Pull wichtig? Welche Cooldowns solltet ihr mal benutzen? Die Combo Points, wie generiere ich die und welche Finisher verwende ich wann? Und wann mache ich Flächenschaden? Das ist eigentlich so der Gro, den ich euch hier jetzt damit auch zeigen möchte. Ich bin ja in der Verstohlenheit dabei. Die Bar, die ändert sich hier unten und dann kann ich da halt rangehen. Ja, dann nehmen wir natürlich als erstes nach Möglichkeit unsere Schicksalswürfel. Die müssen wir aber so separat zünden. Dann können wir nämlich das Todesurteil draufpacken. Hab 5 Kommando Points, kann direkt man zur Hexe nehmen und aus dem Hinterhalt angreifen. Dann bin ich im Grunde genommen auch schon in der Dings, dass ich einen Adrenalinrausch zünden sollte. Ist das Ziel bereits tot oder ich habe noch quasi keine Möglichkeit wieder das Todesurteil zu benutzen, dann überspringe ich das Ganze. Ja? Das heißt, ich gehe dann direkt weiter zum Klinkenansturm, hau dann den einmal raus und sobald die Schicksalswürfel ready sind, benutze ich sie wieder. Ich habe die Möglichkeit, meine Finisher zu benutzen bei 5 Combo Points. Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder halt die zwischen die Augen, ja, das solltet ihr nach Möglichkeit auch auf Cooldown halten, zack, einmal drauf. Habe ich in der Zwischenzeit meine Würfel wieder, ich habe Würfel wieder, knorke Sache, kann dann eben halt das gut benutzen, die Paktfähigkeit mal mit einstreuen und kann nach 5 Kommandopunkten CPs mal wieder schnell meine Dings raushauen. Ich sollte auch immer gucken, dass ich mein Todesurteil benutze. Jetzt habe ich meinen Klingen an Sturm ready, die Schicksalswürfe, die laufen gerade wieder und ich sollte halt wirklich auch gucken, dass ich hin und wieder mal mein Zerhäckseln mit aktiv habe, weil das natürlich einfach auch, das hält eine sehr lange Zeit, das erhöht unser Angriffstempo über 50% und das ist eben halt ganz wichtig. Habe ich genügend Dings, jetzt habe ich Gelegenheitsprock, zack, einmal Pistolenschuss rein, würfeln, neu würfeln, wieder Kommando CPs, ich sag jetzt nur noch CPs, CPs aufbauen. Alles hat Cooldown, ich habe 5 Tötung. Das ist im Grunde genommen das große Geheimnis dahinter. Ich muss natürlich ein bisschen mit meiner Energie haushalten. Wenn ich einen Zerhexeln-Brock habe und ich zünde das zu früh, ja, dann geht das von den 44 Sekunden, zack, mal eben schnell. Jetzt will er das nicht, zack. Ja. Böse, ich brauch mehr Punkte hier. So. Ne, der will gar nicht da, ne? Böse. Okay, auf jeden Fall ist es so, ihr solltet halt darauf achten, dass ihr nach Möglichkeit einmal auch Sachen kombiniert, den Pistolenschuss mit, also zwischen die Augen, Gelegenheitsbrock, jetzt habe ich wieder Todgewalt, kann eine Tötung raushauen, wieder Kommando, CPs aufbauen und wieder eine Tötung raus. Schicksalswürfel wieder da, Adrenalin raus da, CPs aufbauen, Brock gekriegt, Tötung. Wieder finsterer Stoß, Brock gekriegt. Jetzt kann ich wieder hier meine Zeit wieder neu holen mit dem Zerhäckseln, mehr Angriffstempo. Ganz, ganz, ganz wichtig. Lieber nochmal 1-2 Punkte mehr aufbauen. Jetzt kann ich eine Tötung benutzen. Zack.
Proc auslösen, zwischen die Augen mit 5, nochmal 5 zwischen die Augen, wieder 5 auslösen, Schicksalswürfel würfeln und dann nochmal Tötung hinterherhauen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, möchtet ihr Flächenschaden machen, dann macht den Klingenwirbel an oder benutzt den Klingenwirbel einmal, dann könnt ihr nämlich quasi auch hier Flächenschaden machen. Man sieht das jetzt, dass das hier in alle möglichen Richtungen geht und da ist schon eine Ratte von Sturmwind. Die will ich jetzt aber, glaube ich, nicht töten. Ich hoffe mal, die bleibt am Leben. Paktfähigkeit solltet ihr auch nicht vergessen. Dann passt das Ganze nämlich auch. Baut eure Dings auf, schaut, haltet euren Buff in Beobachtung zur Hexin, dass ihr mehr Angriffstempo habt. Läuft der fast aus, wird er erneuert. Schicksalswürfel wieder neu würfeln und dann einmal draufknüppeln, nochmal draufknüppeln. Zack, und in der großen, also wenn ihr anfangt, mit dem Kampf beim Pull solltet ihr halt wirklich gucken, 2 Sekunden vor dem Pull, also meistens kommt ja ein Pull-Timer, Schicksalswürfel, dann Todesurteil, Zerhexeln, Hinterhalt, Adrenalinrausch hinterher und dann immer wieder eure Cooldowns benutzen. Klingenansturm nochmal draufkloppen, Klingenansturm einmal drauf dremeln. Jetzt habe ich die Ratte getötet, ne, scheiße. Auf jeden Fall Finisher benutzen, wenn ihr 5 Combo-Points habt. Da zwischen die Augen Tötung auf Einzelziele dann oder Zerhexeln auf Cooldown, falls ihr das wieder erfrischen möchtet, diesen Buff. Und falls ganz schnell gehen soll, einmal Todesurteil, zack, Zerhexeln und fertig seid ihr damit. Ja, ich hoffe, dir hat der Guide soweit gefallen. Das ist so der Gesetzlosigkeitsschurke gewesen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all meinen Kanalmitgliedern für all euren Support. Hammercoole Geschichte. Ist dir noch was aufgefallen oder eingefallen zum Guide, was du mir noch so mitteilen möchtest, schreib mir ruhig einen Kommentar. Dann werde ich mir den durchlesen, eventuell auch mit in den angepinnten Kommentar übernehmen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Guides. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Der Weser meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.